Mein Name ist Helga Drichter. Ich bin Diplom-Ingenieur für Verfahrenstechnik. Meine beruflichen Erfahrungen habe ich vor allem auf den Gebieten der Umwelttechnik und der Biotechnologie. Ja, ich bin schon seit 1997 am Fachbereich und ich unterrichte im Studiengang Energiesysteme die Module Wärmeübertragung, thermische Verfahrenstechnik und Brennstofftechnik. Mein Name ist Stefan Lechner, ich komme aus dem schönen Bayern und habe natürlich auch mal studiert. Maschinentechnik, Fachrichtung Zukunftsenergien war das. Danach habe ich ein paar Jahre in der Energiewirtschaft gearbeitet und anschließend promoviert. Ja, hier an der THM bin ich seit April 2015 Professor. Im Bachelorstudiengang Energiesysteme unterrichte ich die Fächer Energiewirtschaft und Projektierung von thermischen Kraftwerksanlagen. Das Studium der Energiesystemtechnik ist breit angelegt und interdisziplinär ausgerichtet. Das beinhaltet also auch die Fachgebiete wie Maschinenbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, Bauingenieurwesen und auch Wirtschaft. Also typisch für das Studium ist ein guter Betreuungsgrad der Studenten. Das bedeutet, dass wir also einen kurzen Weg haben, einen kurzen Draht zwischen den Professoren und den Studenten selber. Viele Lehrveranstaltungen finden eher im kleinen Rahmen statt. Man kann also nach der Lehrveranstaltung noch Fragen stellen, auch natürlich während der Lehrveranstaltung. Man hat immer einen Ansprechpartner. Der Dozent ist also auch außerhalb seiner Sprechstunden da für Fragen und Probleme, die auftreten. Ja, auf alle Fälle ist unser Studium praxisnah angelegt. Das heißt, in der Ausbildung spielen neben den theoretischen Grundlagen auch immer die praktischen Anwendungen eine Rolle. Es gibt aber auch eine bunte Vielfalt von Lehrveranstaltungen, wo praxisbezogene Dinge einfließen. Das heißt, wir haben Laborübungen, wir haben Messebesuche, wir gucken uns Betriebe an. Also besonders interessant sind natürlich dann unsere beliebten Exkursionen. Von Seiten der Professoren erwartet unsere Studierenden ein sehr guter Mix aus relativ jungen Kollegen noch, die mit aktueller Berufserfahrung hier frisch dabei sind, und unseren erfahrenen Routiniers, die dann mit ihrer sehr hohen Fachkompetenz auch punkten können.